Austern aus dem Rhein, kann das denn sein? Und ob, was hier am Haken hängt, kommt geradewegs aus England und wird von Big Willy in Empfang genommen. Jedes Jahr macht sich der Spezialkran auf den Weg ans Rheinufer und angelt sich die schönsten und teuersten Ausstellungsstücke für die Wassersportmesse Boot in Düsseldorf. Kein Schnee und auch kein Regen dieses Mal, stattdessen Sonne satt. Und selbst der Rheinpegel hat mitgespielt, die Auskranung der Oyster 575 aus England lief erstaunlich gut. Also bis jetzt ist es so wie das Wetter, einfach perfekt, es ist angenehme 10 Grad, Sonnenschein. Der Kran braucht immer ein bisschen am ersten Tag, bis er richtig in Gang kommt und alles durchgeschmiert ist und alles schön läuft. Aber wir sind jetzt schon beim dritten Schiff, bei unserer ersten Segeljacht, einer Oyster 575. Und bis jetzt läuft tatsächlich alles reibungslos. Gehupt wird auch, das ist wieder das Zeichen dafür, dass er oben angekommen ist, genau. Präzision ist gefragt, immerhin hängen hier 2 Millionen Euro am Haken. Die Auster aus Ipswich ist allerdings bereits verkauft und wird mit einigen Extras in Ausstattung und Komfort dem Publikum präsentiert werden. Mit ihren knapp 18 Metern Länge und einem Gewicht von 16 Tonnen ist sie ein erster Vorgeschmack für die rund 30 Yachten, die in den kommenden Wochen noch folgen werden. Und auch die Branche blickt mit viel Zuversicht auf 2014. Es guckt keiner mehr nach unten, so nach dem Motto, fallen wir noch tiefer, sondern man schaut nach vorne. Es ist wirklich Optimismus wieder zurückgekehrt. Und wenn wir so eine Position uns erarbeitet haben, wie wir es haben, als die Nummer 1 Messe, auf die die Industrie setzt, dann merkt man tatsächlich, sie setzen auf den Standort Düsseldorf, sie setzen auf unseren internationalen Marktplatz. Und das ist für uns ein sehr, sehr schönes Gefühl und letztendlich natürlich auch für die Besucher, die dann kommen und tatsächlich wieder richtig was zu sehen bekommen. Die Oyster 575 hat ihre Ankunft gut überstanden. Mit einem Schwertransporter wird sie die letzten Meter zum Messegelände chauffiert und darf sich dort vom 18. bis zum 26. Januar des kommenden Jahres als eine unter vielen Schönheiten der Boot präsentieren.